Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Transport Fever. So wie ich gerade gesehen habe, hat der Zug hier angehalten, hat aber nichts mitgenommen. Es gibt langsam Zweifel, aber ich werde es beobachten. So. Ich gebe jetzt den Namen ein des Zuges und das ist der Bretterzug. Bretter. Kann ich ja den da machen? Bretter Chemie. Ups, Chemie 1. Ups, so. Ist doch mal ein schöner Zug, oder? Also ich finde ihn hübsch. Wenn der nichts bringt, meine lieben Freunde, da weiß ich auch nicht weiter. Jetzt müssten ja die Bretter langsam mal hier zum Hafen wandern. Zum Hafen, sage ich ja. Zum Bahnhof. Oder? Das Sägewerk hier. Wo sind die Schiffe? Alto Berlin. Der hat auch nichts. Ich weiß, warum der noch nichts hat. Weil wir hier noch nichts haben. Ich müsste das auch mal. Ach, ich bin da so ein Trottel. Ich glaube, ich weiß, warum das nicht funktioniert. Oh. Ich bin so ein Feudel. Mal zack. Nochmal automatisch. Nochmal automatisch. Achso. Müsste man auch hier Sachen nehmen. Sind Baumstämme dabei, ist auch Vieh und Getreide, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wird reichen, auf jeden Fall. Alle Linien zuweisen, neue Linie. Und zwar von hier nach da. Und die Linie heißt Weizen und Bretter Chemie 1. Zack. Jetzt müsste es anlaufen, meine lieben Freunde. Jetzt ging ja per Telegraph, ging das jetzt hier rüber und dass der hier mal das abtransportieren soll. Wenn das wirklich mein Fehler jetzt war, dann ist alles gut. Ich bedanke mich für die, die mir in den Kommentaren geholfen haben, schon mal voraus. Ich nehme das ja gerade ein bisschen im Voraus auch auf. Da kann ich also nicht auf alles eingehen, aber es wird alles berichtet dann im Nachhinein. Also ihr könnt ruhig schreiben. Wenn euch das auffällt, wenn ich irgendwas falsch mache, ist es immer gut zu sehen. Egal, ob ich dann auch löse, ihr könnt es ja dann an dem Punkt nicht wissen. Aber ich erwähne euch auf jeden Fall. Ja, das ist doch schon mal was wert. Und ihr helft mir natürlich auch dann bei der Bestätigung, dass ich einen Fehler gemacht habe. Da kämpft jetzt sicher hoch. Zack. Der kämpft sich da hoch. Können wir dem Zeitpunkt irgendwas anderes machen? Mal kurz hier was gucken. Ja, ist doch gut. Wir haben mal Minus gemacht, weil wir den Zug gebaut haben. Und weil hier
Machen die Plus, wenn die hier was reinliefern? Weil die kommen auch gerade mit keinem Baumstamm hier hoch. Ich glaube hier unten, ne, die machen jetzt hier auch keine, ja, die machen keine Produktion gerade. Das ist mir, oh, das war mir klar. Aber guckt euch mal das hier an. Es funktioniert irgendwie nicht. Na gut. Wir haben jetzt 5 Minuten 30 aufgenommen. Ihr habt mal ganz kurz Schwarzbild. Ihr mal kurz Schwarzbild oder habt ihr das nicht? Ihr habt mal kurz Schwarzbild. Kleinen Moment. Bin gleich wieder da. Ist alles gut. Zack, zack. Es geht gleich wieder weiter. Dann habe ich auch schon eine Maus. Kann ich ja wieder anmachen in der Zeit. Ich klicke lieber nicht so viel an. Jetzt geht's weiter. So. Ist mir ein großes Rätsel. Das ist mir ein großes Rätsel. Wir brauchen jetzt mal eine schnelle Einnahmequelle. Belltime haben wir jetzt hier. Moment, wir haben doch hier Elsdorf. Eieiei. Wir können doch hier jetzt in Elsdorf mal ein bisschen Nahverkehr machen. Was haltet ihr davon? Nein, schon, zack. Sind es die mittlersten? Was sind die mittlersten? Hab eine Idee. Und die Folge ein bisschen länger jetzt. Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich bin aber sehr gespannt, ob es läuft. Zack. Zack. Und zwar ist das eine einzigste Linie, die ich jetzt errichten werde. Und die geht jetzt einfach mal von da nach da nach da nach da nach da nach da nach da. Nach da, nach hier, nach hier, nach hier, wieder zurück nach hier. Und das ist. Wie habe ich das gemacht? Einfach nur Bus. Was ist da das nächste? 7, 8. Bus. 801. Schon finster draußen. Bus 801 Elsdorf. Zack.
Und der ist leer. Er ist leer. Ist immer noch die Meldung oben. Ich glaube, wir brauchen nur auf die Meldung hier oben achten. Und wenn die weg ist, die Meldung, dann wissen wir, was los ist. So, hier. Guck mal, hier oben bauen sie schon wieder neu. Wir brauchen jetzt hier ein Straßenfahrzeugdepot, aber das haben wir hier. Nehmen wir wieder den. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alle Linien zuweisen. Und das ist die 801. Hier geht es in die nächste Stadt. Hier haben wir Trams verwendet. Wir hätten auch die Trams nehmen können. Stimmt, die Schienentrams. Hier warten richtig viele. 80 Leute. Wo ist denn der Zug? Hinten. 56, der ist voll. Wie viel wollen mit? Arg. Arg, arg, arg. 29. Ich wollte nämlich einen neuen Zug gerade mal draufstellen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.